Hallo, schön, dass du da bist. Heute geht es um das tolle Thema Positionierung. Was ist das überhaupt? Wofür brauchst du es? Und wie kannst du dich als Selbstständiger oder als Unternehmer mit einem kleinen Unternehmen gut positionieren? Viel Spaß! Zunächst einmal müssen wir klären, was bedeutet das eigentlich, sich zu positionieren? Was ist damit gemeint? Weil das Wort an sich lädt ja schon ein bisschen dazu ein, dass man in den Tiefschlaf verfällt. Aber keine Sorge, das ist wesentlich spannender, als es sich anhört. Eine Positionierung bedeutet eigentlich nur, welche Position möchtest du in den Köpfen deiner Kunden einnehmen? Also wenn sie dein Wort, deine Marke sehen, dein Logo sehen oder dich irgendwo sprechen hören, welches Bild soll in deinen Kopf kommen und womit sollen sie dich verbinden? Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Red Bull, das ist zum Beispiel dein Extremsport oder Nike ist halt Sportswear. Oder keine Ahnung, Harley Davidson und so weiter. Du hast sofort ein Bild davon im Kopf oder ein Wort im Idealfall. Und je besser ein Unternehmen positioniert ist, umso schneller hast du eine Verbindung zu ihnen, also umso kürzer ist das Wort. Nun hast du als Kleinunternehmer natürlich nicht das Budget wie Red Bull oder Nike, um bekannt zu werden, um deinen potenziellen Kunden eine Positionierung klarzumachen. Was sollst du also tun? Ich habe das schon oft gesehen, dass Unternehmer erst lang und breit erklären mussten, was genau sie machen und welchen Mehrwert sie letztendlich ihren Kunden bieten. Und das ist leider verschenktes Potenzial, denn die Zeit wird dir leider gerade online nicht gegeben. Du musst sehr schnell auf den Punkt bringen können, worum es geht. Du kannst dir das vorstellen, als ob dein Kunde ein Autofahrer ist, der auf einer Schnellstraße fährt. Und überall an dieser Schnellstraße stehen Tausende von Schildern und alle sagen, hier, ich bin da und kauf mich und so weiter. Aber dein Kunde hat keine Zeit, jedes Mal einen langen Aufsatz zu lesen, worum es bei dir geht. Er kann nur einen kurzen Blick darauf werfen, am besten ein Wort oder zwei, drei Sätze, worum es bei dir geht, und dann schauen, ob das für ihn relevant ist oder eben nicht. Es ist also, wenn du so willst, eine Entscheidungshilfe. Du kennst das bestimmt auch im Supermarkt. Du willst eigentlich nur eine Marmelade kaufen und stehst plötzlich im Regal mit hunderten verschiedenen Sorten und du brauchst eine halbe Stunde, um dich zu entscheiden, und irgendwann gibst du entnervt auf und kaufst vielleicht gar keine Marmelade. Und damit dir das nicht bei deinen Kunden passiert, dafür ist die Positionierung da. Welche Vorteile hat es, sich zu positionieren? Eine gute Positionierung hat etliche Vorteile, beziehungsweise es gibt keinen Nachteil dabei. Es hilft dir zum Beispiel, super Kooperationspartner zu finden, die vor- oder nachgelagerte Sachen von dir anbieten oder ähnliche Zielgruppen haben. Sie hilft dir dabei, deinen Kunden viel besser helfen zu können, weil du meistens Experte in einem Gebiet bist. Du lieferst also schnell Mehrwert, du kannst höhere Preise verlangen, du wirst schneller gefunden. Also es gibt tausende wirklich gute Gründe dafür, dich am Markt gut zu positionieren und dein Wort zu finden. Welche Faktoren sind jetzt nun bei einer Positionierung besonders wichtig? Worauf solltest du überhaupt achten? Wo sollst du anfangen? Du bist wahrscheinlich völlig überfordert und das kann ich gut verstehen. Also eigentlich kann man es erstmal ganz einfach halten. Es gibt zwei Faktoren, die bei einer Positionierung wirklich ausschlaggebend sind. Das erste ist dein Können. Was kannst du besonders gut? Worin bist du wirklich ein Experte oder möchtest ein Experte sein? Was sind zum Beispiel Sachen, die dir total leicht fallen, wo du im Flow bist oder wo dich vielleicht eh schon Leute um Rat fragen oder wo Freunde sagen, den musst du anrufen, der kann irgendwas total gut. Eine Empfehlung von mir wäre, frag wirklich 5 deiner besten Freunde und schreib ihnen, dass sie dir bitte deine 3 größten Stärken nennen sollen. Lass den Teil nicht aus, mach das wirklich, denn du wirst überrascht sein, welche Stärken andere bei dir erkennen, die du selber für ganz natürlich und selbstverständlich hältst. Deswegen sind es ja Stärken, weil es dir leicht fällt. Also hol dir Feedback von anderen ein und frag sie um Rat, was du besonders gut kannst. Aber hier ist dann der Punkt, wo die meisten leider aufhören. Deine Stärken ist nur die eine Seite der Medaille. Die zweite ist dann zu gucken, okay, was brauchen denn Kunden wirklich? Wo liegt der Kundennutzen? Weil es bringt ja nichts, wenn du zum Beispiel total toll rückwärts laufen kannst, wenn kein Kunde dafür bezahlen würde. Also musst du gucken, wo kann ich mit meinen Fähigkeiten denn ansetzen, um Leuten den größtmöglichen Mehrwert zu liefern. So, oder Fliege, verdammt. Das ist immer so, oder? Also guck, wo deine Stärken sind und dann guck, wo ist dann eine hohe Nachfrage? Wofür werden Leute bereit zu zahlen? Wo kommen sie alleine nicht weiter? Wo kannst du deine Stärken besonders gut einsetzen? Und da, bei diesem Überschneidungspunkt, das kannst du besonders gut. Ich stelle hier vor eine Linie vor und hier ist der Kundennutzen. Je höher der Nutzen und je besser du das kannst, umso mehr gewinnst du. Wenn du hier oben in einem Bereich bist, wo sich dein Bestes können und der höchste Kundennutzen überschneiden, dann hast du gewonnen. Dann hast du nämlich wirklich, da kannst du guten Umsatz damit machen. Du wirst viele Kunden haben, die von sich aus auf dich selber zukommen, ohne dass du blödes Marketing machen musst oder akquirieren musst oder Kaltakquise oder sowas machen musst. Weil dann
erkennen die Leute schon von sich aus einen guten Wert bei dir und werden dich auch irgendwann gezielt anfragen, wenn du dir einen Namen in dem Bereich gemacht hast. Die Frage ist jetzt, wie kannst du dich denn überhaupt am Markt positionieren? Vielleicht brauchst du ein paar Beispiele oder Ideen, wie du dich am Markt positionieren kannst. Es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, um sich zu positionieren. Ein Beispiel, was sehr viele leider machen, ist über den Preis. Sie versuchen einfach günstiger zu sein als andere, was aber meistens eher eine negative Abwärtsspirale ist, denn es wird immer jemanden geben, der das Ganze günstiger machen kann. Also eine Positionierung über einen Billigpreis, davon würde ich dir wirklich abraten. Dann gibt es Leute, die sich über sehr enge Zielgruppen positionieren, die dann zum Beispiel sagen, ich bin ein Trainer für Männer in den 50ern, die sich gerade von ihrer Frau geschieden haben und jetzt die nächste Liebe suchen oder so. Dabei solltest du dir besonders überlegen, mit welchen Leuten du wirklich gerne zusammenarbeiten möchtest, welche Leute dir am Herzen liegen und wo es dir auch leicht fällt, mit denen zu arbeiten. Und dann gibt es die Positionierung über die Methode. Das heißt, du entwickelst eine eigene Methode aus dem, was du kennst, und du kombinierst vielleicht etwas, was du aus einem anderen Bereich kennst, und machst daraus etwas Eigenes. Das heißt, du vermittelst vielleicht Wissen auf eine spezielle Weise, die es sonst noch nicht gegeben hat. Oder du kombinierst zwei verschiedene Strategien miteinander und machst sie zu was Eigenem. Also da gibt es auch gute Ansatzmöglichkeiten, gerade bei wissensintensiven Berufen oder bei Sachen, wo es nicht um haptische Produkte geht, sondern um Wissenstransfer, sich über die Methode abzugrenzen. Eine andere Möglichkeit ist über deine Geschichte und deine Persönlichkeit. Und das ist ehrlich gesagt meine Lieblingsmethode, um sich vom Wettbewerb abzugrenzen. Es gibt niemanden mit deinen Erfahrungen, es gibt niemanden, der das erlebt hat, was du erlebt hast. Und du hast eine einzigartige Sammlung aus Erfahrungen und deiner Persönlichkeit und deinem Wissen, das kann dir niemand wegnehmen. Wissen kann schnell überholt sein oder Leistung kann schnell vom Wettbewerb kopiert werden. Aber deine Persönlichkeit, deine Art, warum Leute gerne mit dir arbeiten, das ist unkopierbar. Das kann kein anderer Mensch. Darum gibt es eine schöne Möglichkeit, zum Beispiel deine persönliche Geschichte, also deine Story, wie du bis dahin gekommen bist, wo du jetzt bist, zu kombinieren mit deinen Fähigkeiten, um daraus etwas Einzigartiges zu machen. Wenn dich das Thema interessiert, dann empfehle ich dir gerne meinen kostenlosen Minikurs zum Thema Storytelling, der dreiteilig ist. Den verlinke ich dir unten. Da gehe ich nochmal im Detail mehr auf deine Unternehmensstory ein und wie du die einsetzen kannst, um dein Alleinstellungsmerkmal zu entwickeln. Ein kurzes Praxisbeispiel. Ich hatte eine Kundin, die zu mir gekommen ist, eine Ernährungsberaterin, die gerade gegründet hat. Und sie meinte so, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wo soll ich beginnen? Wie soll ich mich am Markt positionieren? Und ich habe ihr auch gesagt, bevor du jetzt erstmal eine Webseite und so weiter aufsetzt, fang erstmal an, dich darum zu kümmern, wo du am Markt dich wirklich positionieren möchtest und mit was du in Verbindung gebracht werden möchtest. Weil der Markt ist sehr groß. Ich habe in letzter Zeit viele Ernährungsberater kennengelernt. Und wo möchtest du da deinen Platz einnehmen? Und durch die gemeinsame Arbeit sind wir dann darauf gekommen, sie hat zum Beispiel als Bärenexpertin gearbeitet, sie ist gerade Mutter geworden und sie fand es auch toll, mit Frauen zu arbeiten. Also habe ich gesagt, warum nennen wir dein Unternehmen nicht Mama Bär? Und du wirst eine Ernährungsberaterin für Mütter und junge Familien. So kannst du zum Beispiel, so hast du schon direkt viele verschiedene Ideen, worüber du Blogbeiträge machen kannst, worüber du YouTube-Videos machen kannst, wo du Kurse drüber anbieten kannst. Du findest Netzwerkpartner zum Beispiel über Hebammen oder über Ärzte, Kindergärten. Also merkst du, dass sobald du mal einen Hebel gefunden hast, ich mache eine gewisse Sache für eine gewisse Zielgruppe oder ich mache das zum Beispiel über eine gewisse Methode, wird dir alles andere wesentlich einfacher fallen. Du weißt genau, wo deine Kunden sind, du weißt genau, wo du dich auf Facebook tummeln musst, du weißt genau, welche Fragen diese Kunden haben und damit wird es dir wesentlich einfacher fallen, loszulegen. Ein Tipp noch für Gründer am Rande, wenn du noch keine Ahnung hast, du fängst gerade erst an, ne? Du hast keine Ahnung über deine Zielgruppe, keine Ahnung, was dir besonders gut liegt, du hast nur so eine Ahnung, was du machen möchtest, dann mach dir nicht zu viel Druck. Fang erstmal an zu laufen und teste es am Markt aus. Was wird häufig nachgefragt? Wofür wirst du überhaupt bezahlt? Was sind häufige Fragen von Kunden? Und du testest im Laufe der Zeit immer mehr aus, auch zum Beispiel, mit wem du gerne arbeiten möchtest. Und das verfeinerst du im Laufe der Zeit und legst dich dann später fest. Also mach dir nicht unbedingt den Druck, das direkt am Anfang zu können. Es entwickelt sich manchmal einfach. Auch wenn es natürlich ratsam wäre, dass du schon zu Beginn eine relativ enge Zielgruppe hast und auch eine gewisse Nische gefunden hast, weil dann das Marketing einfach wesentlich einfacher fällt. Das war jetzt eine kurze Einführung zum Thema Positionierung. Das Thema ist an sich schon relativ umfangreich und komplex. Damit kann man sich jahrelang beschäftigen, wenn man das möchte. Ich habe jetzt versucht, dir schon mal so ein paar Tipps zu geben, wie man sich positionieren kann.
Ich habe dazu noch einen ausführlichen Blogbeitrag geschrieben, den verlinke ich dir auch weiter unten. Da kannst du das Thema nochmal in Ruhe nachlesen. Da gibt es auch nochmal mehr Beispiele dafür oder mehr Ansätze, wie du dich positionieren kannst. Und ansonsten, wenn du Fragen hast, melde dich gern bei mir. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst. Ich werde regelmäßig Inhalte zum Thema Marketing und Storytelling posten. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und bis dann. Das war jetzt so ein kleiner Einblick in das Thema Positionierung. Diese Fliege. So. Es ist Winter und hier fliegt eine Fliege rum, ganz toll. Also such dir auch gezielt Leute, mit denen du selber gerne arbeiten möchtest und mit denen du dein Leben verbringen möchtest. Also jetzt natürlich nicht zum Heiraten, sondern nur zum Arbeiten. Aber du weißt hoffentlich, was ich meine.